ist das geil da draußen, ist das Hammer. Es sieht so Hammer aus. Ey. Ausgerüstet, kämpfst um dein Überleben. Jetzt müssen sie bei dem Wetter noch Unterschlupf suchen wegen Erfrieren und sowas. Das wäre noch cool. Damit das Wetter auch noch was mit der Gesundheit zu tun hat. Ja. Genau. Neue Klamotten sammeln, oder? Genau, das hätte ich nicht. Und der Weg ist richtig zugewachsen hier. Hier sieht jedes Haus fast anders aus. Sollen Sie ruhig noch Zeit lassen. Alles perfekt. Oh, hier ist jede Menge Essen und Trinken drin. Wenn du brauchst, mach ich. Geh du looten, ich bleib hier. Alles zum Schlagen, glaube ich. Alter, der Hurrikan kommt direkt über die Stadt zu. Tornado. Ja. Rechts von uns. Das Haus abgedeckt. Wie laut? Drüben, oder? Ja. Oh, pitschnass hier alles. Ach.
pinkelt, ne? Also mir ist schon mal einer raus, die haben wir natürlich abgeschossen. Aber so dass wir hochlaufen und hier sitzt einer drin. Aber es macht mir irgendwie Angst. Vor allem wenn sie die welche ausbohren und wieder einspuren, sind die doch in dem Haus drin oder nicht? Draußen, ne? Das Wetter ist super. Okay. Hörst du mich? Ja, hörst du mich? Ja, das Mikrofon war leise. Es war leise gestellt, Entschuldigung. Boah, geil, wie er drüber fegt, ne? Guck dir das an. Lecker Arsch. Okay. Hier ist ein großes Haus.
Was ist das? Schöne Dose, stellst du die da mal hin? Nee. Hosen? Ja. Warum brauchst du eine Hose? Ich hab doch eine Fünfer. Ja, die Animals wollen sie reinbringen, Tiere. Das ist doch das, was sonst, warum du jetzt lange nichts hörst von denen. Die bringen das mit einmal rein. Und dann geht's richtig ab, Alter. Die wollen doch verschiedene Animals reinbringen. Tiere. Hier hängt doch schon ein, das ist ein Wildschwein. Jo, bin gleich durch. Also hier ist gar nichts in dem Haus. Sehr merkwürdig. Was macht man? Ja, das ist unser Charakter, glaube ich. Oder? Im Echten würde ich festlegen. Also beide. Einer rein, einer raus. Ja, okay. Was musst du höher machen? Hier rüber hast du gesagt, ne? Ja?
komm mal hier rein, Markus. Ja, hier rein, hier wo ich bin. Hier hast du ganz helle Leuchte hier drin. Geh rein, wenn du eine brauchst. Hier drin. Hier im LKW drin. Warum nicht? Was denn? Ja, aha. Mega Leiter mich. Baseballschläger? Jo. Ist halt Originalzeit, ne? Oh, Rucksack. Ja, 15er, magst hochkommen. Yep. Da. Ich halte mal ein bisschen Ausschau auf der Treppe. So zieht sich, oder? Kann das sein? Thank you.
Ja. Ich hab welche, du. Ich hab ein paar liegen lassen, ich Depp. Hätte ich das gewusst, ich kann dir aber eine geben, ich hab drei Stück. Doch, doch, jede Menge bei mir. Ich hab sie nur liegen gelassen. Hätte ich was sagen müssen. Oh, schon kannst du überall was sehen, du. Mach mal harte. Das ist die gleiche Gegend wie eben, du. Geil. Aber dieser Effekt ist einfach cool gemacht. Jetzt wird die Straße noch eine Weile nass bleiben, ne? Richtig. Aber auch so gefällt mir das. Man kann sich so gereinigen. Ja, natürlich. Ja, das sind schon hohe Ansprüche, finde ich, also. Also wir können ja von hier aus ein bisschen weglaufen, in die andere Stadt rein. Oder wollen wir hier bleiben? Hä? Wollen wir hier bleiben? Was sagst du? Wollen wir in der Stadt bleiben, oder? Wir können auch weiterziehen, das ist mir egal. Wir können gern weiterziehen, ein bisschen durch den... Hier durch die Prärie oder so. Verlauft sich noch nicht. Ich glaube, es dürfte Woodhaven sein, hier wo wir sind. Warum wir uns das nicht merken können? Also, wenn ich durch Goblin fahre zum Beispiel, dann weiß ich auch, dass ich Goblin habe. Ich frage mich, warum wir an der Hand der Häuser oder Struktur nicht wissen, dass wo wir sind. Das verstehe ich nicht. In echt kann man es doch auch wissen, wo wir sind. Ich kapier's nicht, warum ich im Spiel nicht weiß, wo ich bin. Auch bei Eurotruck, ich weiß, da geht Stuttgart und trotzdem muss ich immer auf die Karte gucken, wo ich langfahren muss. So müsste ich eigentlich wissen, wo ich abbiegen muss. Also ich weiß, wo wir sind hier. Ohne auf die Karte zu gucken. Also ich kann mich im Spiel leider nicht ortsorientieren. In echt ja, da bin ich zweimal hingefahren, dann weiß ich's. Aber im Spiel habe ich keinen Plan. Du musst gucken zum Beispiel, hier ist das große Hotel in der Mitte. Das ist Woodhaven. Wir fahren uns gerade aus hier. Das macht sich bestimmt gleich lächerlich. Alle mit Hörer lachen schon. Nee, das ist Woodhaven hier. Ich habe immer das Gefühl, dass ich über Lichter sehen tue an den Seiten. Ja, so Totenstille gerade hier, das ist ja auch eklig, du. Ich weiß nicht, was mir lieber ist, du. Ich darf nur keine Musik reinknallen, weißt du was? Oh, so leichte, ich weiß nicht. Also die von H1 gefällt mir überhaupt nicht. Die ist viel zu doll. Aber so eine leicht schummrige Musik, wenn was kommt oder so. Ich weiß nicht. Filmmäßig so. Ja, aber da bist du ja gewarnt für alles. Immer wenn was kommt oder sowas, was Musik, dann weißt du, jetzt kommt Gefahr. Hier weißt du gar nichts. Ja, hier weißt du einfach gar nichts. Ja, in echt habe ich auch einen MP3-Player die ganze Zeit an. Aha. Okay, lass uns über die Brücke gehen, hä? Das weißt du, wir laufen hier entlang da oben. Auf dem Hotel da oben. Da kann einer sitzen. Genau wie wir eigentlich. Richtig. Richtig. Das schaffst du bei H1 Z1 nicht irgendwie. Nee. Das schaffst du. Eigentlich im gar kein Spiel schaffst du das. Bis jetzt im gar kein Spiel geschafft. So dieses Feeling. Daisy, was haben wir uns weit versteckt im Grünen und die auf uns zugelaufen? Was hätten wir Röntgenaugen gehabt, du? Wir haben dann festgestellt, dass man ja das runterschalten kann. Und dann. Also was müssen wir noch machen, wer? Dass die Schritte leiser sind. Zum Beispiel, wenn du barfuß läufst, dass du es fast nicht mehr hörst. Weil du hörst dich genauso laut an. Das müssen sie noch machen. Damit du unterscheiden kannst, ob du Stiefel haben willst oder lieber barfuß und leise sein möchtest. Ja, das wäre natürlich auch. Ja, weil die Schritte sind immer einfach zu extrem laut, finde ich, weil du musst ja auch versuchen, leise zu laufen. Also klar, mit Springerstiefel, Asphalt ist klar. Aber jetzt angenommen, du hast sie... Ja, auch wenn du Sandalen...
Auch wenn du Sandalen an hast. Hör? Ist das die? Wo sind die Schuhe? Wo hast du sie hingeschmissen? Hört sich anders an, ne? Nö. Also ich höre dich gleich, wenn du läufst. Ja, genau gleich. Okay, ja doch. Also barfuß durftest du normalerweise fast gar nicht hören. Das ist ja, denn du hast übelstmäßige Hornhaut drauf. Richtig, weißt du? Eben, und dann einfach die Hornhaut wegpacken. Ach, die Hornhaut, sag ich. Die. Oh, verdammt. Also die Unterschiede müssen sie halt, die Unterschiede müssen machen, wenn man schon Schuhe ausziehen kann oder so, dann müssen sie das machen, das reinbringen, damit einer entscheiden kann, ich laufe hier barfuß, hole mir zwar einen Tod, aber dafür bin ich schön leise. Ja, oder? Ganz, ganz schöne Sache. Oh, das googelt gerade in den Frames. Oder ganz schöne Sache, ne? Du bist im Haus drin, ne? Hörst du ein, ziehst die Schuhe aus und hörst barfuß drin weiter. Richtig! Wobei es ja sowieso leise ist, wenn ein Teppich ist. Ja, aber trotzdem hörst du es nicht. Verstehe. Und das Ding dann ganz, was du ganz leise bist, dann nicht barfuß. Stimmt, das wäre noch geil. Also, liebe Macher von diesem Spiel. Soundeffekte. Soundeffekte, Schuhe. Käsefüße. Der Geruch kann ruhig bleiben. Hornhaut wegmachen. Einfach ausziehen. Und dafür erkennen sie dich dann? Also wenn du das wie im Haus machst, wie du gerade gesagt hast, erkennen sie dich an einem Geruch, weil du die Schuhe ausgezogen hast, dass du da bist. Hast du eine Wolke hinten dran? Okay, wohin? Weißt du noch, wo wir hin müssen? Achso, da steht ja ein Schild hier. Sultan. Das sind die meisten, oder? Sultan sind viele. Was heißt Cinepark? Kino, ist das? Cine, ja, wird Cine da, so ja, geschrieben? Ja, ja, das ist der große Kinopark hier unten. Okay. Ah ja, die haben ja das, wo sie mit Autos hin. Genau, die haben das ja so. Wo sie mit Autos Kino gucken gehen. Genau, die Amis. Die sind ja ein bisschen cleverer wie wir Deutschen. Ach, stell dir jetzt mal vor, du das strahlende Runde in den Orten und sowas. Oh, das kommt übelst. Ich lass mich überraschen, welche Animals sie meinen hier. Ja, Kakerlaken oder. Ich hoffe nicht. Oh geil, ich liebe es. Ja, so Tarantula, juhu! Ich meine, das mit Zombies ist normal gehalten, weißt du? Es ist eine Seuche einfach, die ausgebrochen ist. Ja? Das sind verrückte Menschen, würde ich jetzt behaupten. Also Zombies sind das jetzt nicht direkt hier. Nee, eben. Das sind einfach durchgeknallte Leute, die verstrahlt sind. Sehen zwar alle gleich aus. Weil, jetzt werfe ich hier mal einfach was ein, wenn das irgendjemand mal sieht hier. Der wird hier traurig werden. Zombies gibt es nicht. Zombies können. Oh Gott. Was? Da hat der Eule gesungen gerade mit uns. Können Zombies denn nach Essen gieren, obwohl sie alles, es funktioniert ja gar nicht mehr. Also Zombies stelle ich mir schon vor, Zombies stelle ich mir schon, ja, nee, komm, lass doch das weg. Das, der Bauch fehlt komplett. Ich meine, warum haben die noch Hunger, wenn der ganze Magen fehlt? Zum ja? Beispiel eben. Das Blut läuft raus. Also Zombies gibt es, in der Tierwelt gibt es Zombies, die mutieren und müssen alles fressen. Wenn du denen natürlich wehtust, ein Bein abhackst, merken sie es natürlich nicht gleich. Wenn du natürlich einen Darm aufschießt oder das Herz wegballerst, ist er natürlich weg. Und dieses Zombie-Gedöns, ja, dass er nur das Gehirn treffen muss, damit es nicht mehr weiterlaufen kann, ist total Schwachsinn. Also wenn die Pumpe vom Herz aus ist, dann brauchst du nicht mehr, dann brauchst du auch kein Gehirn mehr. Wow. Aus einer alten Fabrik. Sieht das so geil, dass sie aus dem Wald rauskommen? Richtig. Voll fett, Mann. So, jetzt. Ganz alleine steht das Ding hier. Eben. Hinten hat es immer eins, ne? Wo? Gerade hinten dran. Wo guckst du hin? Da
Dran vorbei. Links dran vorbei. Ja. Zwei fette Gebäude, komm. Jetzt haben wir natürlich etwas kaputt gemacht, ne? Eine Illusion von Leuten, ne? Die sowas, sowas zerfressen, solche Sachen. Ich meine, klar, ich gehöre auch dazu. Ich gebe es zu, ich habe die drei Bücher, Tagebuch der Apokalypse. Ich auch. Hab ich gelesen. Ja, Walking Dead, ich guck sie immer wieder an. Ich liebe dieses Szenario. Keine Frage. Also ich mag keine Zombies. Dieses Szenario, dieses Überleben, wie überlebt der? Wie passiert das alles? Aber diese Zombies an sich, nein, also. Yeah. Toll. Nicht in dem Ausmaß. Es gibt bestimmt Zombie-Krankheiten. Also wenn es in der Tierwelt das auch gibt. Da gibt es einen Wirt, der tut sich in das Gehirn einpflanzen. Und verursacht das. Richtig, ansteckende Sachen, dass sie böse werden. Kriminell werden. Genau. So, dass sie ausgetickt das heißt, werden, weißt du? Genau, aber das heißt, die haben ein bisschen mehr Power, kriegen. Weil sie das heißt, sie haben mehr Power, weil sie Adrenalin halt mehr ausschütten. Wie beim Training oder so. Ja? Richtig. Aber dass sie fast unsterblich werden. Und das halbe Gehirn wegpusten müssen, nur weil du das Gehirn nicht triffst. Das ist natürlich bescheuert. Richtig. Ah, da gibt es aber schon mittlerweile gute Zombie-Filme, wo das ganz anders umsetzen, wo so sind, wie wir es gesagt haben gerade. Naja, das credit, ne? Welches Gebäude als erst? Ja, rechts. Wir fangen rechts an. Das andere ist ja ein ziemlich großes Gebäude. Kommen wir überhaupt rein hier? Oh, wieder die Wand. Drinne, wie das aussieht. Rote Luftballons, guck mal. Was bedeutet das nochmal? Eine Harpune, Dings, eine Armbrust, hast du gesagt. Muss in der Nähe sein. Wohl. Hast du gesagt, wenn es die roten Dinger gibt? Ja, die gibt es dann immer im Haus hier oben. Ach so. Ja, guck du ruhig hier in die falschen Fährte. Damit ich die richtige finde. Okay, schau mal nach. Oh, wie das aussieht hier. Wie bei einem Legend. Kennst du den Film einem Legend? Wo der Typ ganz alleine der Will Smith. Voll geil, ey. Das Gebäude hier sieht so aus wie das in dem Video, ne? Ja. Video? Okay. Von Steam, das Video. So. Also hier liegt schon Messer. Hier liegt schon Messer rum? Ja, es kann bestimmt irgendwo rumliegen, das Teil. Ich bin so heilfroh, weißt du, dass diese Macher hier nicht oberflächlich gearbeitet haben in dem Spiel. Nicht werden, so wie mit H1. H1 ist ein reines Battlespiel geworden, ne? Ja, auch nicht oberflächlich von den Animationen hier. Du rennst dagegen, weißt du, es bewegt sich alles. Jeder Strauch bewegt sich hier. Du hängst schon in der Luft, cool. Das macht die Atmosphäre richtig nur aus. Dass sie einfach durch die Weiß ich nicht, ob das bei H1 auch so ist. Weiß ich nicht. Habe ich schon lange nicht gespielt. Aber ich weiß zum Beispiel nicht. Bei Life is a Fusion. Das ist oberflächlich gebaut, ne? Das Spiel. Aber das dürfte normal viel weniger Grafik gebrauchen wie das hier. Und trotzdem läuft es grottenschlecht. Das Life ist feucht und trocken. Ja. Grafik gebaut ist. Was soll? Es ist ein reiner Grafik-Spiel, ist das. Er braucht ja nur ein Prozessorkern. Benötigt er ja nur das Spiel. Ich sehe nichts mehr. Ah, du bist vorne, stehst du, ne? Hier ist ein Sprite, wenn du willst. Oder Red Bull. Ich glaube, es ist Red Bull. Hier war ein Stock höher, oder? Ah, ist ein Zimmer? Ja, stimmt, hier ist ein Zimmer. Fette Schatten. Ja, Mann, das ist so geil gemacht, ey.
Aber wenn er rennt, wie er die Taschenlampe nach unten macht, dann, ne? Wo ist die scheiß Armbrust, Mann? Du hast gelogen. Die Bälle haben gar nichts zu sagen. Die Desert Cargo Pants liegt hier doch. Habe ich doch schon. Du hast so eine Hose an? Jojo. Dann zieh ich die auch an. Desert? Warte. Desert? Was? Desert. Hunters Cargo Pants. Ich hab Hunter. Ich hab Tan. Ich die Desert mal an. Ich zieh mich auch kurz um hier, ne? Was umziehen? Ja, kurz umziehen hier, ist das ja. Ach schade, das geht nicht. Ah, verdammt. Was geht nicht? Ich hatte es gedacht, man kann die Hose voll lassen. Und dann einfach hier in den Rucksack reinpacken. Nee. Haben sie gut gemacht. Wieso? Ich kann doch alles drin lassen, ausziehen und das Zeug wieder anziehen. Ich muss doch nicht erst meine Taschen leeren. Ja, aber dann hättest du ja Hosen gehabt zum Vollmachen für ein Slot. Du weißt, was ich meine? Ja. Haben sie nämlich auf 1 Slot 15 Sachen drin. Das heißt, ich könnte praktisch gleich eine Hose finden, wo voll ist, ne?